Hagel ist ein faszinierendes Wetterphänomen, das wir in der Schweiz jeden Sommer an vielen Orten erleben. Hagel sind gefrorene Eiskörner, die in Gewitterwolken entstehen. In diesen Gewitterwolken wachsen die Hagelkörner und irgendwann mal werden sie so schwer, dass sie runterfallen. Hagel verursacht auch jedes Jahr grosse Schäden in der Schweiz, in der Landwirtschaft, aber auch an Gebäuden und an Autos. In Bezug auf die Naturgefahren hat Hagel einen sehr hohen Stellenwert. Es ist Nummer 2 nach dem Hochwasser. Für die Mobiliar bedeutet das in einem schadenintensiven Jahr über 13'000 Schäden an Motorfahrzeugen und über 40 Millionen Aufwendungen im Rahmen von Schadenzahlungen. Wir befinden uns hier im Entlebuch. Das ist eine der Regionen, wo es sehr viel hagelt in der Schweiz. Die Hotspots von Hagel in der Schweiz sind im Südtessin, in der Zentralschweiz, also die Napfregion vor allem, und im Jura. Wir sind hier bei einem von insgesamt 80 Hagelsensoren, die vollautomatisch Hagel messen und Teil des Schweizer Hagelmessnetzes sind. Die neuen Hagelsensoren funktionieren so, dass bei einem Aufprall von einem Hagelkorn eine Makrolonscheibe anfängt zu schwingen. Die Vibrationen werden dann von einem hochsensiblen Mikrofon aufgezeichnet. Um Schäden reduzieren zu können, brauchen wir bessere Hagelwarnungen. Wir müssen aber zuerst das Hagelphänomen besser verstehen. Mit den Wetterradaren schauen wir die Atmosphäre auf und können die Wahrscheinlichkeit von Hagel berechnen. Wir wissen aber nicht, was von dem Hagel effektiv am Boden ankommt. Wir brauchen die Messungen der Hagelsensoren, damit wir einen Abgleich machen zwischen den Radarmessungen und was am Boden ankommt. Von den Beobachtungen zur Vorhersage von Hagel müssen wir aber noch viel Zwischenschritte machen in der Forschung. Wir unterstützen die Hagelforschung im Rahmen von unserem gesellschaftlichen Engagement und zur Prävention von Naturgefahren. Der wichtigste Grund, dass sich Mobiliar in Hagelforschung engagiert, ist, dass wir die Schäden verringern wollen. Darum haben wir auch 1 Million Franken in den Aufbau des Hagelmessnetzes in der Schweiz investiert. Wir forschen am Mobiliarlab an der Universität Bern zu verschiedenen Aspekten des Hagel. Einerseits untersuchen wir den Prozess, der zu der Bildung von Hagelgewitter und zu der Bildung von Hagelkörnern in diesen Gewitter führt. Andererseits versuchen wir auch, einen Beitrag zu der Verbesserung der Hagelprognose zu liefern. Für die Forschung brauchen wir viele gute Beobachtungsdaten. Wir haben bereits viele Informationen zu den Vorgängen in den Gewitterwolken dank der Radardaten der Meteo Schweiz. Was noch fehlt, sind gute Bodenbeobachtungsdaten zu den Korngrössenverteilungen am Boden. Diese Lücke schließt das neue Hagelsensor-Messnetz. Das Messnetz und die damit gewonnenen Daten sind weltweit einzigartig. Dank dem neuen Messnetz ist die Schweiz international an vorderster Forschungsfront mit dabei.